Im besten Fall könnte das Kölner Gutachten ein kleiner Schritt sein, auf dem Weg zu besserem Schutz von Kindern und Jugendlichen. Mein Name ist Norbert Öster, ich komme aus Münster und bin dort in der Gruppe tätig, der Opfer. Ich heiße Jens Windel und ich habe die Betroffeneninitiative im Bistum Hildesheim gegründet und fungiere zusätzlich noch als Mitglied im Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz als Interimsprecher. Mein Name ist Agnes Wich, ich komme aus München und bin engagiert in der Betroffeneninitiative Süddeutschland. Ich bin noch Mitglied in der Kirche und hatte im letzten Interview vom BR sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass wenn die Dinge sich so weiterentwickeln wie bisher, mein Limit schon längst erreicht ist. Kardinal Wölki steht in der Kritik, weil er ein erstes Gutachten, das das Erzbistum hatte anfertigen lassen, seit einem Jahr unter Verschluss hält. Erst ab kommender Woche soll es nun doch einsehbar sein. In Köln ist die Wut bei vielen Gläubigen groß, die Zahl der Kirchenaustritte auf Rekordniveau. Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ich bin ausgetreten aus der Kirche. Ich habe lange gehadert, habe mich aber dafür entschieden, dass ich trotzdem glauben darf, ohne dass ich der Institution Kirche, der Firma Kirche Mitglied sein muss. Also das kann ich nicht mehr unterstützen. Ich war früher Messdiener und habe da sehr, sehr vieles auch mitgemacht. Also wer noch eine Presseerklärung will, die kann man auch noch von mir kriegen. Ich habe das nochmal schriftlich hier. Wir haben die Postkarte da von der ersten Aktion mit der Rückseite, um die Werbung nochmal zu unterstützen für die Petition, die gerade läuft, seit 10 Tagen etwa. Also ich muss sagen, dass ich sehr, sehr, sehr dankbar bin, dass wir auch ein Stück weit mehr gehört werden durch die Presse, durch das starke Auftreten der Stiftung. Und ich kann mich an dieser Stelle einfach nur bedanken, dass man sich so für uns einsetzt. Weil wir selber reden seit Jahren und es ist halt schwierig, damit an die Öffentlichkeit zu kommen. Und dadurch sind wir natürlich angewiesen auf solche Aktionen wie die heutige oder die vor 3 Wochen oder die in Fulda und die ganzen davor. Da sage ich einfach mal Danke. Ich bin noch Mitglied in der Kirche, aber wenn ich die Gelegenheit dazu habe und dann einen Vordruck kriege, einen Fragebogen, dann würde ich es auch noch machen. Ich habe mir schon die Online-Austrittsformulare runtergeladen. Ich habe mich erkundigt, bei welchem Amt ein Austritt möglich ist. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir von der Giordano-Bruno-Stiftung seit gestern hier in Köln Amtshilfe leisten wollen. Wir wollen die Amtsgerichte unterstützen, indem wir hier Austrittsformulare haben. Die Leute sollen das ausfüllen, sollen das einreichen, hier einschreiben. Und wir möchten auch, dass sich die Leute melden bei uns, falls das nicht geklappt hat, eventuell einen Musterprozess anschieben, um die NRW-Gesetzgebung, also Herr Laschet, zu zwingen, hier die Austrittsmöglichkeiten zu liberalisieren. Wir möchten, dass jeder jederzeit ohne Terminvergabe und Wartezeit monatelang austreten kann. Also ich bin Werner Hofer-Kilian, ich wohne in Koblenz, gehöre zum Bistum Trier, bin dort organisiert in Misbit e.V. Seit etwa länger als ein halbes Jahr sind wir als e.V. eingetragen und das war auch mein Start in dieser betroffenen Organisation. Die Initiative existiert schon über 10 Jahre, soweit ich informiert bin, aber vorher habe ich mich da nicht engagiert. Die katholische Kirche hat 2010 in ihren Leitlinien stehen, wenn es einen tatsächlichen Verdachtsfall gibt, muss der Staatsanwaltschaft gemeldet werden. Das war aber neu, 2010. Das wurde dann 2010 eingeführt, genau. Das war neu. Bis dahin bestand zwar auch die Pflicht, aber ob man sich immer dran gehalten hat, das ist nicht klar. Und auch jetzt muss man ehrlicherweise sagen, ein Controlling, ob wirklich nach den Richtlinien gehandelt wird, das gibt es nicht. Es gibt die Selbstverpflichtung. Mir werden immerhin aufgrund meiner Veröffentlichung damals 2010 74.000 Kirchenaustritte zugeschrieben. Ja, mein Name ist Bernd Thalmann.
Ich bin aus Oldenburg heute Morgen angereist, um hier an dieser Veranstaltung auch teilzunehmen, um das zu hören, was hier gesagt wird von dem Erzbischof. Köln, heute Morgen. Eine Szene, die scheint unverzichtbar war. Und dabei spürt man auch aus der Ferne das Unwohlsein der Beteiligten. Überreicht wird da ein mächtiger Untersuchungsbericht zum Missbrauch in der Kirche von einem Strafrechtler an eine Institution, die es nicht gewohnt ist, bestraft zu werden, an den Erzbischof von Köln. Mein Name ist Patrick Bauer. Ich bin Betroffener sexualisierter Gewalt durch einen Pater. Ich bin 51 Jahre alt. Ich stehe hier, weil ich Mitglied des Eckigen Tisches Bonn bin, weil ich Mitglied des Betroffenenbeirates bei der Deutschen Bischofskonferenz bin und weil ich der ehemalige Sprecher des Betroffenenbeirates im Erzbistum Köln bin. Den Betroffenenbeirat habe ich aus Protest letzten November verlassen, weil ich nicht mehr damit einverstanden war, wie Kardinal Wölki und seine Leitungsteam mit uns Betroffenen umgegangen sind. Herr Kardinal, Sie haben das Wort. Entschuldigung, ich habe das nicht so richtig wahrgenommen. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Man könnte buchstäblich vom Glauben abfallen, wenn man das hört. Der ehemalige, mittlerweile verstorbene Kölner Erzbischof Kardinal Joachim Meissner wollte jahrelang nichts gewusst haben von Straftaten geistlicher Würdenträger in seinem Bistum. In Wirklichkeit aber hatte der Bischof eine Geheimakte angelegt über Fälle sexualisierter Gewalt mit dem geradezu perfiden Titel »Brüder im Nebel«. Eine der zahlreichen Erkenntnisse in einem neuen Gutachten von heute, das der amtierende Kölner Erzbischof, Kardinal Rainer Maria Wölki, in Auftrag gegeben hatte. Ein erstes Gutachten hatte der Kardinal unter Verschluss gehalten, was nicht nur zu einer Menge Ärger, sondern auch zu Tausenden von Kirchenaustritten führte. Heute also dieses zweite Gutachten. Darüber und wie ein Betroffener darauf blickt, berichtet David Sions. 6 Jahre lang hat Winfried Ponsens sexualisierte Gewalt erfahren, jeden Tag. Mehr als 50 Jahre ist das inzwischen her. Ponsens war damals Internatsschüler in einem katholischen Orden. Der Täter, ein Priester. Als der das erste Mal sich unter der Bettdecke an mich heranmachte, hat er mir, nachdem er mich zum Orgasmus gebracht hat, zum ersten Mal in meinem Leben, direkt gesagt, du weißt, dass das keine Sünde ist, weil ich das mache. Eine Belastung bis heute. Von dem neuen Gutachten erhofft sich Winfried Ponsens ein Stück Gerechtigkeit. Eine Anwaltskanzlei hat über 5 Monate die Akten des Erzbistums geprüft. Ein jugendlicher Minderjähriger ist 1976 schon von dem damaligen Kleriker dann missbraucht worden. Und ich dann darauf später. Und als das 1980 rauskam, wollte die Mutter des Minderjährigen Anzeige erstatten, aber das ist wohl mit der kirchlichen Behörde und so weiter irgendwie dann nicht dazu gekommen. Wir wissen bereits seit Jahren, dass sich Geistliche schuldig gemacht haben. Sie haben sich schuldig gemacht, indem sie das in sie gesetzte Vertrauen missbraucht und ihnen anvertrauten Menschen Gewalt zugefügt haben. Und das in vielen Fällen, ohne dafür bestraft zu werden und, umso schlimmer, ohne dass die von dieser Gewalt Betroffenen im Letzten wirklich ernst genommen wurden, geschweige denn, dass sie geschützt wurden. Das ist Vertuschung. Dass dieses Vertuschen, was ja immer noch gang und gäbe ist, einmal aufhört und dass sie wirklich mal, wirklich ganz offen und ehrlich der Bevölkerung oder denen es interessiert, sagen, wie es wirklich war und nicht weiter den Teppich dafür herholen müssen. Wölki selbst wird durch das Gutachten entlastet. Betroffenenvertreter protestieren und fordern umfassendere Untersuchungen. Wir brauchen dringend eine unabhängige
Untersuchungskommission, die Zugang zu allen Akten hat und nicht nur Aktenstücke übergeben bekommt, sondern wirklich auch vor Ort recherchieren kann, die Zeuginnen und Zeugen befragen, Betroffene anhören. Also von der Gesellschaft würde ich mir wünschen, dass sie den Druck auf katholische Kirche erhöht. Dass katholische Kirche endlich lernen muss, dass sie Kontrolle von außen braucht. Dass es nicht gut war, dass katholische Kirche sich in einem rechtsfreien Raum bewegen kann. Das haben wir heute gelernt. Für die Gesellschaft wäre es aus meiner Sicht wichtig, dass sie versteht, dass Kirche eigentlich ihrem ureigensten Auftrag, Menschlichkeit, Nächstenliebe, Mitgefühl, überhaupt nicht nachkommt, wenn sie Aufarbeitung so versteht, dass sie juristisch in einem Verwaltungs- und Juristendeutsch Aufarbeitung betreibt, die Opfer in der ganzen Szenerie heute Morgen überhaupt nicht vorkommen, die Kirche keine Verantwortung für diese Opfer übernimmt, in dem Sinne, dass sie zum Beispiel klipp und klar, unmissverständlich sagt, sämtliche therapeutischen Kosten, die aufgrund der Traumata entstehen, übernehmen wir. Eine vernünftige finanzielle Entschädigung übernehmen wir. Das kann nicht sein, dass es irgendwo im Durchschnitt 5.000 Euro sind, während jeder Kardinal und Bischof ein Ministerpräsidentengehalt etwa um die 10.000 Euro pro Monat nimmt. Das sind Dinge, die passen überhaupt nicht zusammen. Die Verjährungsfristen müssten wegfallen. Der Staat müsste endlich Verantwortung zeigen. Höchste Verantwortungsträger, auch meine Vorgänger, haben sich vielfach klar schuldig gemacht. Nichts geahnt. Das ist seit heute nicht mehr möglich. Rund 200 Beschuldigte und 300 Betroffene sexueller Gewalt in 40 Jahren, nennt die Studie. Sie entstand allein aufgrund der Aktenlage. Der Schutz der Institution Kirche habe immer im Vordergrund gestanden, so die Gutachter. Die Zustände waren erschütternd. Hierbei hat sich, das muss man leider in dieser Deutlichkeit sagen, ein Bild ergeben, das über viele Jahre von Chaos, subjektiv empfundener Unzuständigkeit und Missverständnissen geprägt war. Für mich ist es eine Farce. Es gibt Gründe dafür, das Ganze für eine Inszenierung zu halten. Ein Bischof und ein Bistum beauftragen und bezahlen für eine Untersuchung gegen sich selbst. Diese Untersuchung ruht allein auf eigenen Akten der Untersuchten, die von ihnen ausgewählt wurden. Und dann kommt diese Untersuchung zu dem Ergebnis, dass der auftraggebende Erzbischof Wölki von Köln unschuldig ist. Höchste Verantwortungsträger haben diese Taten nicht nach Rom gemeldet. Und sie haben damit Untersuchungen, augenscheinlich Untersuchungen und Strafverfahren verhindert. Sie haben nicht sanktioniert, sondern verzögert oder den Schutz der Betroffenen nicht beachtet. Jetzt, nach 40 Jahren, kam diese Strafe. Vorher war er Regionaldekan, also ziemlich aufgestiegen, wurde zum Teil auch als Weihbischof gehandelt und war geistlicher Begleiter der katholischen Frauen des Bistums auf diözesaner Ebene. Jo. Wie vertrauenswürdig ist dann eine Untersuchung, die der Kardinal selbst in Auftrag gibt, für die er die Akten liefert und die dann rauskommt und sagt, es sind eine Reihe Leute schuld, aber Sie, Herr Kardinal, nicht? Heute haben wir ein Gutachten gehört, also wir haben das Exzerpt, ein Teil oder eine Zusammenfassung eines Gutachtens gehört, was heute veröffentlicht worden ist, in dem wir klar gehört haben, welche Fehler Menschen gemacht haben, die in Bistumsverantwortung waren, die dafür gesorgt haben, dass Missbrauch nicht benannt worden ist, dass Täter nicht ihrer Strafe zugeführt worden sind und dass sich nicht ordentlich um Betroffene gekümmert worden ist. Allerdings ist gerade auch Kardinal Wölki einer, der im Rahmen dieses Reformprozesses des synodalen Weges, wo man ja gerade versucht, die systemischen Ursachen anzupacken, ist er eigentlich eher einer, der bisher bremst. Vom Bischof oder vom Kardinal hätte ich mir mehr Offenheit gewünscht und nicht solche abgebrühten Strafverteidiger, kann man schon fast sagen, die da einen Freispruch hervorgebracht haben. Vor kurzem haben wir auf unserer Homepage von Missbit Tatorte fotografiert. Dann habe ich meine Schwägerin zum Pfarrhaus geschickt, sie soll mal schnell ein paar Bilder machen, damit wir die hochladen. Als ich die Bilder gesehen habe,
Wumm, das hat reingehauen wieder. Wenn die Obrigen, also sprich Bischöfe aufwärts, wenn die tatsächlich sich in die Lage der Opfer versetzen würden, empathisch, dann würden die aus Nächstenliebe sofort sagen, okay, stopp, reset, und wir werden unserer Verpflichtung, überhaupt das in der Folge Jesu Christi zu tun, was wichtig ist, werden wir wirklich auch umsetzen. Aber genau davon ist überhaupt nicht im Ansatz irgendwas zu spüren. Wann wird die Frage nach moralischer und ethischer Verantwortung gestellt? Wann wird gefragt, was gibt es außerhalb dessen, was die Akten gesagt haben? Was ist mit den Betroffenen, die nie in eine Akte aufgetaucht sind, weil sie nie in eine Akte reingekommen sind, weil ihre Aussagen direkt in den Schredder gewandert sind? Schwere Pflichtverletzungen gab es eigentlich nur in den Fällen, bei denen geistliche Täter waren, nicht jedoch bei Laien. Dort wurde augenscheinlich immer schnell und konsequent entschieden gehandelt. Und das spricht Bände. Und ich muss sagen, das berührt mich und beschämt mich auch zutiefst. Denn ich bin überzeugt, Handeln muss auch für Kleriker Konsequenzen haben. Naja, also ich sag mal so, auch heute das Gutachten hat ja wieder ganz klar gezeigt, dass da so eine Käseglocke drüber gestülpt wurde. Ne? Es wurde nicht die Sicht der Betroffenen eigentlich gesehen, sondern man hat ja das noch geschönt, dass die armen Menschen, die armen Täter ja gar nicht geschult waren auf diese Probleme. Und das zeigt mir doch eigentlich, wie überflüssig das Ganze ist. Ich habe gesagt, ja klar, das ist so. Es gibt für mich eigentlich keinen Grund mehr, diese Kirche noch in irgendeiner Form zu unterstützen. Denn es geht darum, Betroffene zu unterstützen. Aber für Betroffenenverbände und Laienorganisationen kommt all das viel zu spät. Es reicht ihnen aber auch nicht. Sie kritisieren zum Beispiel, dass die Perspektive der Opfer wieder mal keine Rolle gespielt habe. Nehmen Sie diese Kritik überhaupt wahr? Mir ist die Perspektive der Betroffenen sehr wichtig. Und ich darf für mich sagen, es war ja für uns wirklich nicht einfach in Köln, diese Art der Aufarbeitung jetzt voranzutreiben. Mir hat oft gerade die Betroffenenarbeit und das Einbringen auch der betroffenen Perspektive Kraft gegeben, diesen Schritt und diese Wege überhaupt durchzuhalten. Es geht darum, nicht, dass Betroffene die Kirche unterstützen, sondern Kirche betroffene Missbrauchsopfer unterstützt. In der St. Severin-Gemeinde in der Kölner Südstadt haben sie an der Glaubwürdigkeit ihrer Bistumsleitung gezweifelt. Und nun bringt das neue Gutachten auch neue Perspektiven. Es kann ein Anfang sein, aber ob es einer ist, ich bin sehr zögerlich. Das Vertrauen, das ist halt schon sehr stark geschädigt. Und da bedarf es großer Schritte, wie zum Beispiel auf die Opfer deutlicher zugehen. Hier an der Basis vermissen sie die Perspektive der Betroffenen. Sie waren für das neue Gutachten nicht mehr angehört worden. Ich habe sehr viel mit Oberen in der Kirche gesprochen. Aber es ändert sich überhaupt nichts. Anerkannt ist bei mir alles, es sind Anträge gestellt, es ist angenommen und alles Mögliche, aber es geht einfach nicht weiter. Und da wünsche ich mir, dass das mal endlich zum Abschluss kommt. Außerdem verstehe ich es nicht, ich bin ja Theologe auch, wie das System Kirche es rechtfertigen kann, dass Kinderschänder aktiv immer noch gültig die Messe feiern können. Das verstehe ich einfach nicht, dass die Hierarchie, dieses System Kirche, das noch zulässt. Verstehe ich nicht. Mein Täter ist noch aktiv im priesterlichen Dienst. Für uns war keine Absicht der Verantwortungsträger erkennbar, die Täter einer Bestrafung zu entziehen oder gar weitere Missbrauchstaten zu ermöglichen. Vielmehr ging es offenbar darum, Reputationsschäden von der Kirche abzuwenden und den einzelnen Beschuldigten weiter im System Kirche zu lassen. Ohne die organisierten Opferverbände, Opfergruppen, Opfervereine, die sich auch Gott sei Dank über den eckigen Tisch und so weiter zusammentun, zu einem deutschlandweiten Bündnis, das muss auch europaweit passieren, würde der Druck nicht groß genug sein, um überhaupt Bewegung in die Sache zu bringen. Und insofern bin ich dem Herrn Katsch dankbar und dem Herrn Schnitzler. Ist gut. Tut mir leid. Es wird keine Verantwortung übernommen für all das, was an Leid und Schaden verursacht wurde. Sie Köln, heute Öffnung des Gutachtens, und bezieht sich lediglich auf die Aktenlage, auf Aktenführung, aber nicht auf die ganzen fatalen Hintergründe. Da ist noch viel Arbeit vor uns und da müssen wir nachfragen, und ich glaube,
Wir haben jetzt den Schnee von der Spitze des Eisbergs gekratzt. Wir sehen jetzt die Spitze des Eisbergs. Aber was dahinter liegt, was darunter verborgen ist, sehen wir nicht. Guten Abend, Herr Kardinal. Guten Abend. Da wurde also jahrzehntelang vertuscht, geschlammt, geschwiegen und auch gelogen, und zwar von oberster Stelle. Glauben Sie, da reicht es, dass Sie zwei Würdenträger Ihrer Aufgaben entbinden und dann zwei Bischöfe Ihren Rücktritt anbieten, um das Vertrauen in die Kirche wiederherzustellen? Ich bin jetzt zunächst einmal dankbar, dass wir dieses Gutachten haben. Ich habe das in Auftrag gegeben und mir war das wichtig, in dieses Dunkel des langen Vertuschens Licht hineinzubringen. Und wenn ich dann Feierabend habe oder am Wochenende, dann setze ich mich gerne in meinen Sessel und nehme einen Krimi zur Hand, weil mich das total entspannt. Und ich finde auch, dass das als Seelsorger wichtig ist. Denn bei einem guten Krimi, da schaust du manchmal wie in den Abgrund einer Seele oder in die Fratze des Bösen. Wir haben eine gute Prävention und Intervention, die wir in den vergangenen Jahren installiert haben. Aber wir haben durch das Gutachten heute neue Herausforderungen benannt bekommen und denen werde ich mich stellen. Es kommt sehr stark zum Ausdruck, dass die Hierarchie eigentlich diese Aufarbeitung nicht möchte. Es braucht eine Revolution, es braucht tatsächlich ein neues Denken innerhalb der Kirche. Ich hoffe, dass der synodale Weg dazu beiträgt. Ich befürchte aber, dass das ganze Ding auch das in die Hose geht. Auch die MHG-Studie prangert ja die Struktur auch an. Und die MHG-Studie sagt auch, an einer Stelle habe ich da aufgehorcht, wenn die Struktur sich nicht ändert, geht der Klerikalismus sogar gestärkt nochmal hervor. Die Steine werden größer, die man mir im Weg legt. Das erste Gutachten einer Münchner Kanzlei hatte den Wirbel um Wölki ausgelöst. Er hatte es wegen rechtlicher Bedenken unter Verschluss gehalten und damit bundesweit Empörung ausgelöst. Nun wurden Sie aber entlastet von einer Studie, die Sie selber in Auftrag gegeben haben, die nur auf Akten beruht, die Sie zur Verfügung gestellt haben und die auch noch mangelhaft waren, weil, wie heute gesagt wurde, auf Protokolle fehlten. Wer sagt denn, dass es da nicht noch sehr viel mehr Missbrauchsfälle und Pflichtversäumnisse gegeben hat? Die Akten, das ist eine große Kritik, sind in der Tat nicht vollständig. Und es ist in der Tat so, dass wir auch einzelne Akten nicht zuordnen können. Aber die Kanzlei Gerke hat Akten aufgearbeitet, die in dem ersten Gutachten noch keine Rolle spielten. Da waren vor allen Dingen auch Aktenstücke, die zunächst nicht leserlich waren. Die haben wir jetzt entziffern können und entziffern geholfen. Und ich gehe davon aus, dass gerade diese Aufarbeitung, wie wir sie jetzt vorlegen, die bestmögliche zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist. Ich würde sagen, Herr Wölki, es ist Zeit, dass Sie Ihren Thron verlassen und all diejenigen mitnehmen, die Sie auf diesen Thron gehoben haben. Warum geben Sie die weitere Aufklärung oder die weiteren Schritte, die es braucht, damit sowas nicht wieder passieren kann, nicht in die Hände auch einer staatlichen Kommission, wie das ja auch von vielen seit langem gefordert wird? Eine der Folgen wird sein, dass wir eine unabhängige Kommission einrichten werden. Wir sind hier diesbezüglich schon im Gespräch mit Herrn Röhrig, aber selbstverständlich auch mit der Landesregierung. Wir werden versuchen, mit der Landesregierung und den anderen nordrhein-westfälischen Diözesen hier eine unabhängige Kommission, die dann auch von außen die Aufarbeitung begleiten und leiten wird, zu errichten. Sagt der Erzbischof von Köln. Herr Kardinal Wölki, vielen Dank für das Gespräch. Gern. Also ich als Betroffene persönlich kann sagen, ich unterstütze gern dahingehend, wenn es um unabhängige Aufarbeitung geht, wobei ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass Kirche allein eine unabhängige Aufarbeitung keinesfalls leisten kann und vertrete immer noch die Position, es geht um eine unabhängige Wahrheitskommission, ähnlich vergleichbar wie in Südafrika des Medondo, wo eine unabhängige Wahrheitskommission fatale Verbrechen aufgearbeitet hat und sozusagen auch eine Art Reinigung stattgefunden hat. Also einmal wünsche ich mir, dass es nicht mehr als innerkirchliches Problem erkannt wird, sondern als gesellschaftliches Problem, dass Kirche als Teil der Gesellschaft auch dazu stehen muss, was die Aufarbeitung angeht. Bisher hat man sich in Deutschland da nicht rangewagt. Und dann bleibt immer dieses Geschmäckle. Wer ist denn der Mann beim Mann sich nicht rangewagt? Also die Kirche hat ja bisher verhindert, dass die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wird.
Der Staat müsste endlich Verantwortung zeigen, auch Bischöfe und Kardinäle, die weggeschaut haben, also strafvereitelnd oder eben auch unterlassene Hilfeleistung nach Strafgesetzbuch, die müssten vor Gericht gestellt werden. Und die Staatsanwaltschaften sollten in die Generalvikariate reinmarschieren und die Akten rausnehmen, so wie man das bei Siemens bei Steuerhinterziehung auch macht oder bei irgendeinem anderen Unternehmen. Ja, zumindest könnte man ja sagen, wir unterstützen die Kirche, indem wir sie behandeln wie ein Verein. Und da obliegt es jedem selber, ob er dem beitreten möchte oder austreten möchte. Aber es sollte auf jeden Fall nicht mehr staatlich gefördert werden. Ich glaube nicht, dass ich in einem knappen Satz sagen kann, was ich an Kirche ändern müsste, damit ich noch Mitglied bleiben könnte, weil es geht um so grundlegende Veränderungen, um die Basis an sich. Und ich meine, Kirche hat wirklich nur noch eine Chance zu überleben, indem sie komplett zusammenbricht. Ich denke mal, Kirche sollte man vielleicht mal ersetzen durch ein anderes Wort, durch Glaube. Glaube sollte stattfinden. Ja, ich weiß selber, dass Glaube sehr, sehr wichtig ist. Ich habe 10 Jahre Sterbebegleitung früher gemacht in meinem Beruf noch. Und ich habe immer gesehen, wie wichtig das ist, dass Menschen an irgendwas festhalten können. Und von daher befürworte ich einfach auch den Glauben. Aber es zeigt ja diese Studie auch wieder, wie mit Glauben verfahren wird. Mir wäre es wesentlich, wesentlich lieber, wenn die katholische Kirche ärmer wäre. Wenn wir uns aus Spendengeldern finanzieren würden und nicht mehr aus Steuergeldern, wenn das möglich ist. Und, aber nochmal, das ist viel, viel wichtiger, dass wir eine echte Kontrolle von außen haben. Denn so geht es nicht weiter, das haben wir heute gelernt. Ja, ich finde schon, dass das sehr wichtig ist, eigentlich den Glauben irgendwie zu vermitteln und das auch weiterzugeben, also aus der Tradition heraus. Und ich finde schon, dass das Ganze doch eine Basis hat und auch wichtig ist für jeden Einzelnen. Vielen Dank. Ich hole den ersten.